Wir fangen an, ne? Wie meistens im Stream, mit realer Irrsinn. Und die Folgen, die ich heute rausgesucht habe, die sehen schon wieder 10 von 10 goofy aus. Wir haben Funkturm auf Usedom, der meines Wissens nach komplett am Arsch ist. Also, Gönnung. Kannst du mal Rababs grüßen, Alter, jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Dieser schicke Mobilfunkmast steht in der Gemeinde Stolpe auf Usedom. Fucking Gemeinde Stolpe. Leute, wer von euch kommt aus Gemeinde Stolpe? Einer der dümmsten Ortsnamen, die wir bis jetzt gehört haben. Nur leider funkt er nicht so, wie er könnte. Denn der Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Telekom liegen nicht auf derselben Wellenlänge. Dabei geht es nur um Zentimeter. Für ein Glasfaserkabel. Der Bürgermeister von Stolpe ist Glasfaser in Deutschland, das glaubst du ja wohl selber nicht, oder? Verärgert. Genau so ist das. Wie gesagt, 40 cm Ausbautiefe, die hier uns davon abhalten, die ganz normalen Bedingungen zu haben, wie die anderswo auch vorherrschen. Normaler Mobilfunkempfang für die Bürgerinnen und Bürger von Stolpe, Gumlin und Umgebung. Der Landkreis will das Kabel neben der Kreisstraße in 1 Meter Tiefe verlegen lassen. Die Telekom will aber nicht tiefer als 60 Zentimeter buddeln. Dann macht man es halt in 60 Zentimeter. Also wenn es über 60 Zentimeter ist, dann scheint es ja zu klappen, oder? Ja, unser größter Wunsch wäre tatsächlich, wenn diese Umstände irgendwie ein Ende finden würden. Aber warum wollen die jetzt unbedingt 1 Meter haben? Ach, Herr Schliewe. Bisher hat es Sie doch auch nicht gestört, zum Telefonieren mit dem Handy auf den nächstgelegenen Acker zu fahren. Und von zu Hause. Das war bei uns hier früher aber auch so. Mittlerweile haben wir hier guten Empfang. Aber ich musste hier auch immer. Da vorne bin ich immer die Straße hochgelaufen. Da kann ich hier zum Fenster raus, kann ich sogar sehen. Musste ich immer hoch, so auf ein bisschen so eine Anhöhung. Und da hatte man ein Handyempfang. Sonst hattest du keinen. Haben Sie ja immerhin eine schöne Aussicht auf den Funkturm. Hier vom Hof aus können wir den Mast sehen. Das heißt also, wenn der in Betrieb wäre, wären wir alle sorgenlos. Das wäre optimal für uns, ne? Okay, die haben den erstmal hingestellt und dann sich drum gekümmert, wie die da überhaupt die Verkabelung und so machen oder was? Und können sich jetzt nicht einigen. Was ist das denn schon wieder? Ist er ja nun auch. Die Telekom hat im April den Turm provisorisch über Richtfunk von einem anderen Sender ans Netz angeschlossen. Ein Glasfaserkabel wäre trotzdem besser. Aber weil im Streit um die Verlegetiefe weder Landkreis noch Telekom nachgeben wollen, passiert nichts. Aber haben die uns jetzt schon gesagt, ich habe deine Nachricht gelesen, du musst nicht 10-mal schreiben, haben die jetzt schon gesagt, warum die unbedingt wollen, dass das 1 Meter unterirdisch ist und nicht 60 Zentimeter so wie sonst überall? Oder habe ich das nur irgendwie verpasst? Der Landkreis antwortet auf Nachfrage schriftlich. Eine um 40 Zentimeter tiefere Verlegung der Leitung bietet bei geringen Mehrkosten einen höheren Schutz vor Beschädigungen. Das Telekommunikationsunternehmen ist offensichtlich nicht bereit, die moderaten Mehrkosten zu tragen. Aber was für Schutz? Also ich meine, normalerweise gehen ja Glasfaserkabel so oder so jetzt nicht unbedingt kaputt. Also wenn bei uns irgendwie mal Störung ist oder sowas, dann müssen die an irgendeinem Kasten rumschrauben und dann geht's wieder. Aber jetzt nicht unbedingt, dass dann die Kabel am Arsch sind, die unterirdischen, oder? Kann aber auch natürlich sein, ne? Das ist ja auf Usedom, das ist ja am Meer, dass es da halt anders aussieht, dass da irgendwie andere Gefahren gibt. Gerne hätten wir auch die Meinung der Deutschen Telekom gehört, aber die hatten wohl gerade selbst keinen Empfang. Niemand hat auf unsere Anfrage reagiert. Und wenn zwei sich streiten, muss das Verwaltungsgericht entscheiden. Immerhin funktioniert der Turm mit der Zwischenlösung ja. Wenigstens ein bisschen. Alter, geil, dass die halt erst so einen Turm hinstellen und sich dann überhaupt anfangen, darüber zu streiten, ey, wie können wir den überhaupt pflegen? Gut, aber man muss auch sagen, aus der Sicht der Telekom wussten die jetzt auch nicht, dass sich da jetzt irgendwie die Gemeinde rumstreiten wird. Übrigens, wir wollen es viel tiefer haben als ihr. Das ist ja für die Telekom auch wieder Zusatzkosten. Andere Bodenbedingungen wahrscheinlich, ja. Da ist ja Usedom ist Ostsee, oder? Usedom ist Ostsee, das ist nicht Wattenmeer. Ich glaube, das müsste Ostsee sein. Weiß ich nicht, ob es da alles feucht ist oder so. Die werden ihre Gründe wahrscheinlich haben, ja.